Ich hab den Schlüssel gefunden, der war in meinem Inventar. Die ganze Drama, dass die den Schlüssel geklaut haben. Ich hab den die ganze Zeit im Inventar. Haut ab hier! Weg von meiner Ranch! Asta hat doch ganz klar gesagt, Mia Mautz, Turi und er gehören zusammen. Das hat er einfach ganz klar gesagt, so wie ich und meine Schrotflinte, als wir da zusammen standen. Warte, warte, lass mich rein. Lass mich rein. Asta? Asta? Ich glaube, wir haben telefoniert. Nein. Asta, bleib stehen mit deiner Schrottkarre. Hilf uns, das ist Asta, der hat mich am Telefon bedroht. Asta, bleib stehen. Ich hab meinen Zeugen, Dena ist mein Zeuge, er war dabei, Asta. Er ist ans Telefon gegangen. Asta, bleib sofort stehen. Bleib sofort stehen. Asta, was soll das? Wir müssen sie sofort anhalten. Wenn wir reden, werden wir nichts machen. Nice, okay. Dann bin ich jetzt wieder zu Hause immerhin. Dann müsste ich ja eigentlich Izzy finden können. Ah, Gott sei Dank, okay. Damit ich meine Sachen wieder bekomme auch. Tür öffnen. Nein, ich bin eingesperrt. Was? Ich bin eingesperrt. Ich komme jetzt hier nicht raus aus der Tür. Tür öffnen geht nicht, weil man braucht einen Schlüssel. Und den Schlüssel, der ist ja auf meiner Leiche drauf. Das heißt, ich bin jetzt hier drin eingesperrt. Das ist ja so dumm von Izzy gewesen, seinen Schlüssel hier nicht. Das hier, es sei denn, es ist irgendwo noch ein extra Schlüssel. Aber wahrscheinlich hat er den extra Schlüssel, das ist der, den er mir gegeben hat. Als ob. Ich komme nicht raus. Mal, ob ich mir irgendwie ein Werkzeug wie so ein Hammer hier halt machen kann. Brauche ich aber Holz, brauche ich halt dafür 100 Holz. Na, doch hier. Na? Ah, ja. Hallo. Lena, bist du da? Hilfe, ich komm nicht raus. Lena, ich hab ne Geisel, Moment. Hallo? Hallo, oh. Hallo. So. Ich bin jetzt auch praktisch eine Geisel, weil ich komm nicht raus. Stehen, ihr bleibt da jetzt mal drin. Izzy, ich komm nicht raus, Izzy. Ja, ihr bleibt da jetzt mal schön drin. Warum? Ja, ja. Warum ich? Moment. Was ist mit dir? Was ist eigentlich mit dir falsch? Was ist mit dir passiert? Der ganze Stress ist mit dir hier passiert. Ich hab halt nix hier. Du erzählst mir jetzt, was die ganze Scheiße hier soll. Woher kommt denn jetzt auf einmal die ganze Bedrohungsaktion? Ja, was denn für eine Bedrohungsaktion? Ich bin eben nur ja, wegen ganz Asta hat hier eben angerufen. Dann, vielleicht hat er sich verwählt. Und hat uns gedroht und hat genau Bescheid gesagt und dass wir bedroht werden und dass wir uns in Acht nehmen sollen und dass wir in Gefahr sind und alles Mögliche. Wahrscheinlich verwählt. Ja. War eine Mutprobe vielleicht? War nicht eigentlich mittlerweile schon alles in Ordnung? Er hat sein Geld bezahlt, alles war in Ordnung, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann ruft er auf einmal hier an und bedroht mich. Warum? Aus dem Nichts, was soll das? Okay, ich sag euch jetzt die Wahrheit. Seid ihr bereit? Ja. Es war eine Mutprobe. Klar. Kennt ihr den Sheriff? Nee. Nein. Der geht die Straße runter. Zeno. Kennt ihr den? Ja, Zeno kenne ich. Der hat nämlich zu uns gesagt, er gibt uns nur Schutz, wenn wir eine Mutprobe machen. Ich selbst musste mit einem Bären kämpfen, mit einem Messer. Deswegen bin ich auch gerade hier nackt die Straße rumgelaufen. Und Asta musste Telefonstreich machen. Ja, Officer sagt, dass Bedrohungsanrufe... Der Polizist hat von euch verlangt, dass ihr einen... Pass auf. Ein Schutz. Nein, passt auf. Er ist gar kein richtiger Polizist. Weil es gibt ja die Polizei, aber das sind korrupte Schweine. Also wirklich. Aber nicht Zeno. Und deswegen hat er jetzt gesagt, er will seine eigene Polizei sein. Du redest hier von Zeno. Ja.
Eno steht in meinem Notizbuch. Bester Mann. Freundlichkeit 9 von 10. Unter keinen Umständen würde Zeno sowas machen. Auf gar keinen Fall. Hier, glaube ich, kein Wort. Uns hat er das so gesagt. Ausgerechnet Zeno, der bei mir hier grün markiert ist. Ja, genau. Okay, alles klar. Dann unterhaltet ihr euch noch mal ein bisschen. Ich gehe da mal kurz bei Zeno vorbei und frag mal nach. Warum? Oder von mir aus kannst du auch mitkommen. Ja, komm auch mit. Jetzt geht's. Okay. Kann ich meine Sachen auch wiederbekommen? Ja, die können wir jetzt holen. Ey, ich weiß, ich bin ganz ehrlich, ne, ich bin auf sowas nicht vorbereitet. Ich weiß noch nicht mal, ob die da drin jetzt gerade Scheiße bauen kann, ne? Weiß ich nicht. Aber wir dürfen nicht lange weg sein, sonst kommt gleich Asta und sprengt das Haus oder so. Ja. Und wieso bin ich jetzt eigentlich gestorben? Weil jemand eine Granate geworfen hat. Hol dir den Loot schnell. Okay. Wir müssen uns echt dranhalten, ohne Scheiß. Ja. Hallo? Wer ist da? Ihr habt um Hilfe gebeten, was ist los? Ja, kannst du uns vielleicht helfen? Wir sind in Gefahr. Asta bedroht uns. Hast du dein Loot? Er ist schon gestorben. Mein Kollege ist schon gestorben. Hast du deine Sachen? Ja, ich hab alles. Kannst du kurz mitkommen? Wir brauchen jemanden, der auf unser Haus aufpasst. Auf unsere Ranch. Euer Haus? Ja, wir haben eine Geisel. Wir haben eine Geisel und jemand muss auf die Geisel aufpassen. Und sonst wird unser Haus gesprengt. Hallo, ich höre euch. Ja, du kannst euch einfach die Nektatur mitnehmen. Du musst doch gucken, was hier abgeht. Leon, kannst du die umnehmen, bitte? Ich werde hier drin festgehalten gegen meinen Willen. Ich rufe die Polizei sonst auf. Sei ganz vorsichtig mit dem, was du jetzt machst. Sei du vorsichtig mit dem, was du da machst. Was willst du denn mit deinem Schwertchen da? Du schießt mir vielleicht den Arm ab, aber mein Schwert landet in deinem Kopf. Oh. Das ist das, was ich meine, wir brauchen Unterstützung. Du lässt jetzt sofort die Touri hier raus. Freiheitsberaubung, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was erzählt ihr hier mit dem Solange Asta nicht kommt, lasse ich hier gar keinen raus. Asta hat damit überhaupt nichts zu tun. Asta soll kommen. Du nimmst die Touri hier mit. Nein. Asta hat sich verpisst. Du kannst doch nicht Touri dafür einfach gefangen nehmen. Okay, was genau passiert? Erzählt mal. Beide Seiten. Lumenti und ich sind unten in dem Laden. Sind am Looten. Dann kommen Asta und Touri vorbei. Die beiden folgen denen. Dann hören wir ein paar Schüsse. Und plötzlich kommen die wieder zurück und schnappen sich Touri und bringen die hier rein. Und was ist mit euch beiden, Jungs? Was ist jetzt bei euch passiert? Ihr wurdet jetzt gekillt oder was ist passiert? Ich habe hier ganz oben ganz entspannt alleine auf der Ranch gewohnt. Alles war entspannt. Ich hatte so eine kleine Vorgeschichte mit Asta. Wir haben uns nicht so gut verstanden. Er kam irgendwann mal vorbei, hat mich bedroht, dass ich ihm Sachen geben soll, dass ich ihm Essen geben soll, dass ich ihm Klamotten geben soll. Dann daraufhin habe ich gesagt, dass er abhauen soll, weil er nicht freundlich ist, weil wir sowieso schon Stress hatten und so weiter. Daraufhin hat er oft meine Koordinaten wiederholt und gesagt, dass ich noch sehen werde. Daraufhin hatten wir uns eigentlich geeinigt. Er hat Geld bezahlt und hat sich dafür entschuldigt, hat mir sogar noch ein Lied gesungen. Und jetzt gerade kam hier mein Kollege Dena noch mit dazu, der jetzt hier zusammen mit mir auf der Ranch wohnt. Und in dem Moment haben wir einen Anruf bekommen von Asta, ich kenne seine Stimme, der gesagt hat, dass wir in Gefahr sind, dass wir bedroht werden und dass wir uns auf was gefasst machen können. Jetzt laufe ich auf der Straße rum mit Asta unterwegs zusammen. Touri steigt in das Auto von Asta und sagt, wir müssen hier ganz schnell weg und die fahren gemeinsam zusammen weg. Wenn die halt zusammen in einem Auto chillen und ich habe Probleme mit Asta, dann verstehe ich nicht, warum Touri immer zusammen mit Asta auf einer Seite sein muss. Ey, das Ding ist zusammen aber ganz in einer Zweckgemeinschaft wohnen. Ihr seid mir hinterhergelaufen. Ich bin zur Tanke gekommen und wollte dann weg und ihr seid mir hinterhergelaufen. Ist doch wohl logisch, dass ich dann. Wir haben ganz normal mit dir geredet. Wir haben doch gar nichts Schlimmes gemacht. Wir haben doch nie Stress mit dir gehabt. Wir haben ganz normal mit dir geredet. Dann kam Asta und hat gesagt, Touri, steig ein. Du bist sofort eingestiegen und ihr seid weggefahren. Ich hatte doch nie ein Problem mit dir. Ich habe gefragt, was das überhaupt für ein Anruf war. Es war ein Drohanruf von Asta. Dena ist mein Zeuge. Dena kann ja auch mal erzählen. Er war am Telefon. Wir wurden angerufen. Okay, also es wurde hier angerufen. Moment, halt, stopp. Also es wurde hier angerufen und dann wurde zu dir gesagt, Dena ist mein Zeuge, er kann das ja auch mal erzählen. Habe ich das richtig verstanden? Was Asta erzählt hat, habe ich ja gerade schon gesagt und du hast mir auch schon zugehört. Ich wollte nur Dena jetzt als denjenigen, der unparteiisch ist, von der ganzen Vorgeschichte gar nichts weiß, mal erzählen lassen, weil er am Telefon war und abgenommen hat und das Ganze live mitbekommen hat. Er hat einfach angerufen aus dem Nichts, in einer durchgehenden Tour beleidigt und gedroht. Gedroht, das Haus hier wegzusprengen. Was hat er wortwörtlich gesagt? Sehr viele Sachen. Ja, da ist er ja. Aber guck mal. Okay. Ja? Wirklich? Wir sehen hier die Karre, die neue. Asta, was soll das? Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir gar nichts getan. Jetzt kommst du hier mit einer Waffe an. Ja, du hast.
Wie, du hast dich selbst weggesprengt. Ja, oder ein Mate oder so. Lass uns mal einen Dialog finden erstmal. Lass uns einen Dialog finden. Jungs. Oh, Izzy. Wir müssen nicht mit den Shotgun sprechen. Hast du den Kopf gestülpt oder was? Ein paar Löcher reingeschnitten oder wie? Oder sind das die Oma-Schlipper? Könnt ihr vorher die Turi bitte mal rauslassen? Geh runter von meinem Auto. Es ist sau heiß da drin in der Hütte. Ja, ist scheiße, wenn man das Eigentum anderer Leute irgendwie anfasst oder kaputt macht, richtig? Geh runter von meinem Auto, Asta. Hast du Wasser da drin? Nicht so geil. Asta, was sollte der scheiß Anruf? Ich dachte, das wäre schon alles geklärt. Na, mir war ein bisschen langweilig. Wisst du wirklich, dass es so weit kommt? Wie war das eigentlich, als du da ohne Benzin gestanden bist auf der Straße? Ja, als ob ich nicht wüsste, dass du mir Benzin geklaut hast. Genau, sag's ihm, Tori. Ha! Was ein Move. Hey, ganz ruhig. Hey, ganz ruhig. Was machst du da? Wir wollen das doch nicht, oder? Wir wissen doch schließlich, wo dein Auto steht. Ist nicht so cool. Ganz ruhig. Also warum kommt diese blöde Geschichte von wegen alles nur ein Scherz und dann sagst du auf einmal, nee, ist doch hier alles extra gewesen. Was ist denn das? Es ist halt so ein Hin und Her oder so, weil ich den Izzy mag. Warum kommst du überhaupt hierher? Izzy hat dir ganz klar gesagt, er hat keinen Bock auf dich. Dann nervt doch andere Leute. Warum bist du überhaupt hier? Ihr habt mich auf der Straße überwältigt und dich hat er weggesprengt, Junge. Und warum hast du uns angerufen? Erst sagst du Scherzanruf unter Freunden, aber wir haben keinen Bock auf dich. Das hast du doch ganz klar verstanden. Ich weiß doch gar nicht mal, dass du da irgendwie involviert warst. Der Izzy lebt da die ganze Zeit alleine und hat keinen Kontakt. Du hast mit mir doch gesprochen. Du brauchst nicht hinter mir stehen. Ich stehe hinter dir. Ja, muss ich doch nicht Bescheid. Izzy, wir müssen keine... Es muss nicht in Waffengewalt ausarten, wirklich. Das muss es nicht. Ich meine, hier gibt es nicht viel. Es ist doch schon ausgeartet. Was muss ich tun, damit du und ihr mich alle endlich in Ruhe lasst? Nun, wir wollen, dass du dich uns anschließt, Izzy. Wir können niemanden wie dich gebrauchen. Ja, wahrscheinlich. Nach der ganzen Aktion. Ja, das könnt ihr knicken. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Izzy, hör uns zu. Ihr habt ja bewiesen jetzt, ihr habt ein bisschen auch Eier, so, ne? Wie findet ihr die Polizei? Jetzt mal Real Talk. Nichts zu tun mit der Polizei. Du hast ja mit niemandem was zu tun. Willst du einsam leben? Warum? Ich meine, es ist noch viel zu früh für dich. Wir brauchen keine Einsiedlerbad. Ist egal, was ich mich entscheide, wie ich hier zu leben habe. Das ist doch nicht dein Thema. Aber fehlt es dir nicht an... Wenn ich hier ganz entspannt auf meiner Farm leben will, weil ihr eh alle nur Scheiße baut, dann ist das meine Entscheidung. Wir bauen keine Scheiße. Wir wollen einfach nur einen Sinn geben. Einen Sinn. Wir wollen doch einfach nur ein paar Klingelstreiche machen. Ja, pass auf. Wir machen den dramatischen Abgang nochmal, okay? Sagen jetzt. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Sie hat alles verkackt. Doch, einmal. Das wird mir jetzt gleich langsam hier zu cringy. Nee. Das war schon kacke. Nein, lass uns das machen und dann gehen wir einfach rückwärts weg. Nein, ich will nicht mehr, Tori. Genau. Super dramatisch, ohne was zu sagen. Komm schon. Können wir festhalten fürs Ende, dass ihr quitt seid? Du hast Scheiße gebaut mit dem Anrufen, sei doch ehrlich. Und ihr nehmt Tori einfach so nackig gefangen. Komm, das ist beides Scheiße. Wenn ihr euch nicht verstehen wollt, ist das okay, aber ganz ehrlich. Ich mach doch gar nichts. Ja, aber gefangen nehmen, ganz abgesehen davon, geht halt auch absolut gar nicht. Das müsst ihr beide auch zugeben. Wenn ihr in Ruhe leben wollt, dann nehmt einfach keine Leute gefangen und sperrt sie bei euch ein bei der Hitze. Ja, was sollten wir denn tun? Wenn ihr euch riechen könnt, ist das auch okay. Na, nicht Tori gefangen nehmen, sondern vielleicht Asta zur Rede stellen, weil ihr das Problem mit Asta habt und nicht mit Tori. Er ist ja weggefahren. Du gehst doch auch nicht zu deinem... Du gehst doch auch nicht zu deinem Chef und nimmst die Katze gefangen, weil der dein Chef scheiße ist. Du hast doch gerade zugehört, oder? Du hast doch gerade zugehört, dass Tori mir Benzin geklaut hat. Ganz hinterhältig, obwohl ich nur ganz entspannt mit ihr durch die Gegend gefahren bin. Ja, aber davon war aber gar nicht die Rede. Du hast die ganze Zeit gesagt, du hast Tori nur mitgenommen, weil du Probleme mit Asta hast. Das musst du doch jetzt zugeben. Weil ich Probleme mit beiden habe. Das hast du aber so nicht gesagt. Ja, aber jetzt weißt du es ja. Weil ich Tori schon hatte und wollte, dass Asta vorbeikommt. Das ist aber unvernünftig. Du kannst hier Leute nicht einfach einsperren. Was ist denn das für ein Diskussions- Ich kann die Leute nicht einfach einsperren, die mir Sprit aus dem Auto klauen, während ich ihnen vertraue und sie mit einfach durch die Gegend fahre. Du hast mir vorhin gesagt, du warst mit Tour unterwegs und alles war cool. Ja. Wir haben uns vorhin jetzt 20 auch, Minuten bis sie mir das Benzin geklaut hat. Ja, das hättest du doch vorhin auch schon wissen müssen, wenn du sitzen geblieben bist mit dem Auto. Ja, wusste ich auch. Muss ich denn direkt alles öffentlich machen? Oder wie? Nee, aber wenn du sagst, dass alles fein ist, dann gehe ich davon aus, dass es stimmt. Okay, ich kann das verstehen. War nicht mein Plan, jetzt schon öffentlich zu machen, dass ich das wusste. Tori hat es von sich aus angesprochen. Ich hatte noch eine andere Idee. Ach ja, also sollte das auch wieder in Gewalt münden? Also solltest du oder wolltest du uns nicht in Ruhe lassen, Izzy? Ja, also glaubst du, ich hätte jede Scheiße mit mir abziehen? Ach so, du hättest nicht aufgehört, Izzy. Aber jetzt dich zu einem Gutmenschen machen. Ekelhaft. Ich kann dich nicht mehr sehen.
Raus aus meinen Augen. Komplett. Geh mir aus meinen Augen. So, so willst du jetzt abgehen, oder was? Ist das jetzt deine Luschen-Aktion hier abzuhauen, oder was? Ich bin jetzt... Ja, was willst du denn jetzt Geh mir aus den Augen. Mir aus den Augen. Ich geh jetzt. Das ist es jetzt. So rede ich nicht. So rede ich nicht, Izzy. Nein, so rede ich nicht. Ganz ruhig bleiben. Ich geh aus den Augen. Ich finde, es hat sich schon so angehört, wie Izzy das gesagt hat. Izzy, ich muss dich gleich in die schämliche Ecke stellen. Wirklich. Oh, Turi, was machst du hier schon wieder? Ja. Turi, was nicht machst schießen, du da? Nicht schießen, du bist hier bei mir auf der Ranch. Bei mir bist du auf der Ranch. Hey, jetzt genau, wieder ein bisschen Kraftstoff klauen. Ganz einfach, ganz ruhig, okay? Komm schon, Waffe runter, Izzy. Ist schon gefährlich, du fängst doch an. Ja, sollen wir das jetzt hier austragen? Sollen wir das jetzt hier austragen, wie wir das in Zukunft machen werden? Willst du das wirklich, Izzy? Willst du das? Ja, von mir aus können wir das gerne machen. Nein, alles gut. Lauf einfach. Das muss cooler bleiben. Die können doch einfach zu so einer Talentshow gehen ab und da jetzt irgendwie euch. Lass dich nie wieder blicken. Hau ab! Wir sind doch schon längst in der Tanke. Hau ab! Die Tanke ist ganz woanders, du Dummkopf. Du fährst, läufst gerade Richtung Südosten. Hau ab jetzt hier und lasst euch nicht mehr blicken, ohne Scheiß. Hau ab hier! Weg von meiner Ranch! Sag mal, spinnst du? Was machst du da? Haut ihr ab! Jetzt geht doch einfach! Komm, Izzy, das reicht. Was sind das denn für komplett schizophrene Persönlichkeiten? Erzähl irgendwas von wegen, dass wir da in deren Team kommen sollen. Ein Hin und Her. Sau, so nervige Leute. Ein Hin und Her, den kannst du nicht trauen. Immer die gleiche Scheiße. Ich kann nichts dafür. Wir wollten doch eigentlich gar nichts machen. War nur ein Scherz. Wenn man dann vor Ort ist und die Pumpgun in der Hand hat, dann war das alles immer nur ein Witz. Die haben auch gerade wieder, hat die Turi da Treibstoff geklaut. Zumindest hat sie hinten gekniet am Wagen. Kann sie nicht, sie hat keinen Schlüssel. Ja, okay. Aber dann hat sie schon wieder versucht. Nein. Hast du deinen Loot rausgeholt von der Straße? Ja, hab ich, aber es war nicht alles da. Es war zum Beispiel kein Bogen da. Und ich habe auch keinen Schlüssel wieder. Aber da war noch der Schlüssel vom Auto. Hast du den Autoschlüssel geholt? Nein. Ich hatte aber auch nie einen Autoschlüssel. Du hast nicht deinen Autoschlüssel wieder geholt? Ich habe eigentlich keinen Autoschlüssel gehabt. Oder hatte ich meine, du hast den Hausschlüssel. Den Hausschlüssel meine ich. Den habe ich nicht. Der war da nicht drin. Ich habe in der Hektik einfach nur alles eingepackt, was da ist. Die haben nicht unseren Hausschlüssel. Die haben nicht unseren Hausschlüssel. Nein, sag mir nicht, dass sie unseren Hausschlüssel haben. Ich war ja tot. Ich habe ja nichts mitbekommen, was irgendwo noch war. Komm schnell rein. Okay, wir gucken, ob der noch da ist. Komm rein. Also der Loot war auf jeden Fall leer, außer der ist an einer anderen Stelle gedroppt. Ich habe so einen Koffer komplett leer gemacht. Ich schätze, dass das dann... Du hast alles rausgeholt? Ja, aber vielleicht hat sie vielleicht davor was rausgenommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir können doch noch ein Code-Lock reinmachen sonst. Ja, lass das einfach machen. Dann ist der Schlüssel dann egal. Dann haben wir den Schlüssel und denken, sie können irgendwas damit machen, aber können sie halt nicht. Der Loot ist sowieso nicht mehr da. Nee, ich habe alles weggenommen aus dem. 100%. Ich habe nichts irgendwie liegen lassen. Und ich habe auch keinen Bogen zum Beispiel. Dann machen wir den Code-Lock rein. Ich dachte halt, ich wollte ja nicht zwischenreden, seitdem du wieder bei mir warst, war ja immer irgendwie mit der Geisel und so weiter irgendwie Action, deswegen wollte ich nicht zwischenreden, aber ich habe keinen Bogen zum Beispiel, also ich glaube, die wertvollen Sachen wurden mit, hat jemand anderes genommen. Weißt du, was mich richtig nervt? Dass die ganze Sache jetzt immer noch nicht geklärt ist. Es ist wieder die gleiche Scheiße. Wir haben beide hier gehabt, wir haben sie festgehalten, es war Asta da, wir haben geredet und was dabei rumgekommen? Nichts. Ja, aber mit denen kannst du auch nichts machen. Man soll sich einfach von denen fernhalten und wenn immer die kommen, denen ganz klar machen, wir wollen nichts mit denen zu tun haben. Mehr können wir nicht machen. Und alle außen stehen, auch hier Lumenti oder wie die heißt und der andere, der dabei war. Glaubst du, die sind da mal, haben da irgendwie was zugesagt? Ich glaube, die stecken irgendwie. Die haben nur zugeguckt und einfach uns machen lassen. Ja, und dann diese Mia Mauzi-Dings da, die steckt auch mit denen unter einer Decke oder ist sie komplett blöd? Also, die hat doch auch klar gesehen, dass wir verarscht wohnt werden. Mit denen zusammen. Ja, also aber weißt du... Ja, Mia Mautz wohnt mit denen zusammen. Asta hat doch ganz klar gesagt, Mia Mautz, Turi und er gehören zusammen. Das hat er einfach ganz klar gesagt, so wie ich und meine Schrotflinte, als wir da zusammen standen. Das heißt, die stecken 100% unter einer Decke. Und ich habe das Gefühl, Lumenti steckt auch mit denen unter einer Decke. Denn als wir mit dem Auto hier hingefahren sind, habe ich die noch flüstern hören, oh, jetzt seid still, irgendwie sowas. Die haben miteinander geredet, die waren alle hier. Und Lumenti, die ist doch direkt mit dem Messer auf mich zugegangen. Sofort einfach. Stimmt, aber warum? Aber warum machen sie denn irgendwas gegen dich? Also was hast du getan, dass die alle gegen dich sind?
Ja, gar nichts, weil die unter einer Decke stecken. Lumenti meinte ja zu mir, du kannst sie hier nicht als Geisel nehmen und so, und ist direkt mit dem Messer auf mich losgegangen. Ich habe mich mit ihr immer richtig gut verstanden, vor allen Dingen mit Zeno. Lumenti wohnt mit Zeno zusammen. Zeno steht in meinem Buch als bester Mann drin. Der hat die Höchstwertung, der hat einen 10 von 10. Aber die sagen ja, dass der irgendwie böse sein soll. Ach, ich verstehe es nicht. Ich blick auch noch nicht ganz durch die ganze Sache. Aber ich sag dir, wir brauchen dringend... Wir müssen unbedingt mit Zeno sprechen. Ja. Und vielleicht sollten wir auch einfach mal eine Nacht über alle schlafen. Ich brauche auf jeden Fall dringend schlafen mal. Ich habe den Schlüssel gefunden, der war in meinem Inventar. Die ganze Drama, dass die den Schlüssel den geklaut haben. Ich hab die ganze Zeit im Inventar. Holy shit, Leute. Was? Was war das? Das war mein erstes Mal jetzt hier in, also das war jetzt meine erste Session. Wir sind wahrscheinlich schon in der zweiten oder dritten Folge jetzt hier von Rust. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt und ich habe diesen riesen Delay. Also wenn ich spreche, kommt es irgendwie erst 5 Sekunden oder 10 Sekunden später gefühlt manchmal bei denen an. Ich weiß nicht, ob das so ist oder ob man das noch verbessern kann. Dann werde ich mal schauen bis zum nächsten Mal. Dann werde ich auch streamen auf twitch.tv/dntv. Aber deswegen habe ich mich manchmal nicht so eingemischt in diese Roleplay-Gespräche, weil ich mir einfach nicht ganz sicher war, soll ich mich jetzt einmischen oder kommt es komisch? Und ich wusste nicht, mache ich es richtig oder nicht. Auch das ist sie geschossen hat halt auf die, dachte ich, oh no, das eigentlich kann man doch nicht einfach so schnell schießen, aber vielleicht ging es doch. Und dann haben sich die beiden mit Waffen so rangegangen und dann wusste ich auch nicht, kann ich jetzt so einfach so da reden und zwischengehen oder sollte ich mich eher verstecken oder, ah, ich muss mich noch ein bisschen reinfinden, aber es macht schon mega Spaß auf jeden Fall, ist echt lustig. Also ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß beim Zuschauen und habt Bock auf mehr. Falls ja, schreibt rein in die Kommentare. Wir sehen uns. Nächstes Mal wieder hier. Rust. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.